Und jetzt, Susi, stehen wir da. Und zwar in Koblenz am Deutsche Eck. Richtig, am deutschesten aller deutschen Stellen. Okay. Und hier fließt... Oder eine der mindestens davon. Ja, und hier fließt die Mosel und der Rhein zusammen. Genau hier. Normalerweise, wir waren nämlich da schon mal, sieht man dann auch den Unterschied zwischen Mosel und Rhein, weil der eine ist ein wenig schlammig und der andere ein wenig sauberer. Aber heute sieht man keinen Unterschied. Nö, liegt vielleicht auch daran, dass noch keine Sonne scheint, oder? Bestimmt, bestimmt, ja. Ja. Ja, und hier haben wir die Kaiser-Wilhelm-Statue. Zeig sie. Ja, haben wir schon in groß eingeblendet. Das ist von Kaiser Wilhelm I. 1888 kam man auf die Idee, hier den Kaiser, der Deutschland wieder vereinigt hat, ein Denkmal zu setzen. Und warum 1888? Weil das das Dreikaiserjahr war. Ja, das war das Dreikaiserjahr, aber das war das Todesjahr von dem Kaiser Wilhelm I. Und Kaiser Wilhelm I., das ist der, der den Ostseekanal in Auftrag gegeben hat. Aha. Hört ihr? Was sind das? Amerikaner. Amerikaner. Oh, okay. Ja. Ganz schön laut. Friedrich Österreich mal jetzt da. Ja, ganz schön laut. Also, der hat den Ostseekanal in Auftrag gegeben und dann hat am 1888 ist er gestorben. Und dann hat man gesagt, man will ihn ein Denkmal setzen, weil er Deutschland wieder vereinigt hat mit drei Kriegen. Und da hat man sich das Deutsche Eck kam dann erst später, dass man sich das ausgewählt hat. Dann ist sein Sohn gestorben nach 99 Tagen, das war der sogenannte 99-Tage-Kaiser. Und dann hat er seinen Enkel die Macht übernommen, das war dann unser berühmt-berüchtigter Kaiser Wilhelm II. Und der hat dann entschieden, das kommt hierher, die Kaiserstatue. Und seit Ende des 19. Jahrhunderts steht sie hier. Ganz schön imposant, ja. So, das war jetzt genug, ne? Das würde ich auch sagen. War schon wieder zu viel, oder? War das zu viel? Also, das zumindest mal als Hintergrund, das muss man schon gesagt haben. Dann haben wir hier den Campingplatz. Auf dem stehen alle, aber wir nicht. Nein, da stehen wir nicht. Wir stehen nämlich mal wieder am Straßenrand. Ja, wir haben uns da irgendwo anders hingestellt. Und das sind genau, mit dem Fahrrad waren das jetzt 3 Kilometer. Genau. Wir haben so viel Geld für Ausbauten ausgegeben, da müssen wir jetzt ein bisschen die Gebühren sparen. So ein Schwätzer. Nein, das wisst ihr schon. Das ist so dumm sind wir nicht, dass wir uns da 5 Euro sparen, um dann mal in das reinzuholen. Das ist einfach so, das macht uns einfach mehr Spaß, frei zu stehen. Das ist die Frage. Freiheit, die wir sonst nicht haben. Gell? Das haben wir ja in WOMO. Eben. Für uns ist WOMO die Freude, einfach sich wohin stellen zu können und da übernachten zu können. Muss jeder halten, wie er will. Genau. Ja? So, dann haben wir hier noch ein Schloss, da kommen wir dann später noch drauf, und eine Seilbahn. Und in diese Seilbahn werden dann wir einsteigen. Und Sie und Helle hochfahren. Ja. Wir nehmen euch mit. Bleibt dran. Los, ich gleich geht's los. Ja, Karte haben wir schon. Jawohl, jetzt brauchen wir bloß eine Gondel. Ja, und wohin fahren wir überhaupt? Ja, es ist Ehrenbreitstein. Festung Ehrenbreitstein. Genau, die fahren wir jetzt hoch. Also, einsteigen, spannend. Schön alleinig und jetzt kommen noch andere Leute. Ja, da wollen ja noch mehrere nach oben. Das ist aber schade. Ich werde mir Fahrräder das gar nicht hochnehmen können.
So, Sie, da bist du jetzt in deinem Element, oder? Ja, so alte Burgen, Festungen. Hat was. Nein, ich dachte, wegen Kasernenhof tun. Das ist jetzt aber sehr nett gesagt. Du Wüste. Große Anlage, oder? Aha. Und wir sind jetzt erstmal hier. Oje, oje, du. Da steht uns noch ein. Es wird ein langer Tag. Fußmarsch bevor, ja. Breitstein. Kann man sehen? Ja, sehr sehenswert, ist sehr weitläufig, doch, muss man sehen, wenn man schon hier muss ist. Muss man nicht unbedingt sehen, das ist günstig anzuschauen. Natürlich, doch, das ist interessant, sehr weitläufig und deshalb findet es der Helle nicht so toll. Also ich sag mal, es ist Hochadel, ja, geschichtlicher Hochadel von Deutschland, somit schon mal grundsätzlich interessant, aber es ist viel Fußweg für relativ wenig zu sehen. Und Ossi widerspricht nicht. Naja. Ja, aber trotzdem ganz okay. Ja, genau. Im Fahrrad wäre es besser gewesen. Im Fahrrad? Ja. Wolltest du ja mit dem Fahrrad durchrasen? Geht ja nicht. Auch mit, wenn man Fahrrad nicht mehr. Du meinst, wenn die früher mit ihren Pferde durch sind, dann hätte mir mit dem Fahrrad können. Absolut, ist ja Drahtesel. Ja, genau. Nee, war nicht schlecht, würde ich sagen. Halt sehr weitläufig, ist ja eine große Festung. Mhm. War okay und ich bin froh, dass es vorbei ist. Okay, deshalb gehen wir jetzt weiter. Ja, genau. Ganz alleine in der Seilbahn. Das ist der Vorteil, wenn man in der Nachsaison daherkommt. Genau. War ein schöner Ausflug und die Seilbahn können wir nur empfehlen, oder? Mhm, macht Spaß. Ja. Ja. Und jetzt? Jetzt fahren wir zu dem Fürstenschloss. Zum Kurfürst. Zum Kurfürst, ja. Schau mal, was da für einer war. Gab's ja nur 7.
Oh, okay. Deutschland. Also schauen wir mal. Jetzt fahren wir ja schon mal richtig runter. Schauen wir da fern, ein Schiff. So, da gibt es sogar ein kurfürstliches Schloss. Das habe ich gar nicht gewusst, das haben wir jetzt nur durch Zufall entdeckt und da müssen wir natürlich zumindest mal vorbeifahren. Ein kurfürstliches Schloss gibt, das habe ich nicht gewusst. Man lernt doch immer wieder dazu. Es heißt und ja nicht umsonst Reisen bildet. Genau. Und das war der Kurfürst von Trier. Es gab ja nur 7 Kurfürsten. Das waren 3 Bischöfe, also der Bischof von Mainz, der Bischof von Trier. Und dass der hier sein Schloss gehabt hat, das habe ich nicht gewusst. Na, siehst du mal. Ha? Ja, und dann gab es 4 weltliche, unter anderem natürlich auch Brandenburg. Und Brandenburg, da denken wir dann sofort wieder an den Kaiser Wilhelm I., den sein Denkmal wir schon gesehen haben, mit dem haben wir begonnen und mit dem beenden wir, denn der hat nämlich hier auch eine Zeit lang residiert. Ah, deshalb ist wahrscheinlich ja auch das Denkmal da unten hinkommen, oder? Nein, das Denkmal ist da hinkommen, weil sein Enkel hat einen Platz ausgesucht, wo er seinen Opa würdigen kann und ja, da hat er sich das Deutsche Eck ausgesucht. Eben, weil der Opa war ja dann hier. Ja, aber der hat nur teilweise hier gewohnt. Also Hauptsitz war ja Potsdam. Aber wahrscheinlich hat es ihm gut gefallen hier. Wahrscheinlich, ja. Okay, also ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von Koblenz. Ja, wir fahren jetzt zurück zu unserem Gustl. Wetter hätte besser sein können, aber es war okay. Wir sind nicht nass geworden. Nein, es regnet nicht und von der Temperatur geht es auch ganz gut. Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Sonnenschein mitgegeben. Jo. Sie, ihr strahlende Lachen. Ja, also schön, dass ihr dabei wart. Und wir bedanken uns wieder für Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr immer wieder mal einen Daumen da lassen. Ja. Das übliche halt. Ja, und abonnieren und Glöckchen ja. Und was noch. Ja, ja. Und das nächste Mal wieder dabei sein. Genau, also tschüss, bis dann. Ja, macht's gut.